Demonstration einer Fadenstrahlröhre, die Perrin PR2. Mit einer Fadenstrahlröhre kann ich den Verlauf eines Elektronenstrahls in einem Gas unter geringem Druck verfolgen. Daher stammt auch der Name Fadenstrahlröhre, weil der Elektronenstrahl ähnlich wie ein Faden aussieht. Diese Röhren wurden im Schulsystem benutzt, um die Ablenkung eines Elektronenstrahls mithilfe eines Elektromagneten oder Permanentmagneten bzw. eines elektrostatischen Feldes zu demonstrieren. Die Röhre ist sehr dunkel. Ich kann leider nur in der kompletten Dunkelheit aufnehmen. Ich gehe jetzt an den Glaskolben mithilfe eines Permanentmagneten und man sieht, dass der Elektronenstrahl abgelenkt wird. Ich hoffe, das ist jetzt in der Kamera gut zu sehen. Je näher ich an den Hals der Röhre komme, also wo das Elektronensystem sitzt, umso stärker wird die Ablenkung. Die Röhre selbst ist aufgebaut für eine einfachere Bildröhre. Es gibt eine Elektronenkanone, also eine einfache Kathode mit Wellenzylinder zur Fokussierung, eine Beschleunigungsanode und eine zweite Anode, um den Elektronenstrahl einzufangen. Achtung, ich mache jetzt Licht an. Das ist der Aufbau, ein bisschen fliegender Aufbau. Ein fliegender Wechsel der Kamera. Man sieht in der Röhre ein einfacher Aufbau des Systems. Unten sehe ich die Anschlüsse für die Kathode und den Heizer. Der obere Zylinder ist der sogenannte Wähnelzylinder. Der wird gegenüber der Kathode mit einer negativen Spannung geladen, um die Elektronen zu fokussieren. Und die kleine Scheibe darüber mit dem Loch, das ist die Beschleunigungsanode. Und das ist die zweite Anode. Welche den Elektronenstrahl aufhängt. Das Schema der Röhre ist wie folgt. Ich habe meinen Heizer. Der wird mit 6,3 Volt geheizt. Ich habe die Kathode. G ist in diesem Fall der Wellenzylinder. Also das ist hier Lichtreflexionen.
Das ist der Wendelzylinder. Und das die Scheibe hier oben. Ohne die Reflexion ist nicht zu machen. Das ist im Schaltplan als A bezeichnet, das ist die Beschleunigungsanode. Mit dem Loch zum Austritt des Elektronenstrahls. Und die zweite Anode am Glaskolben ist in diesem Fall nicht bezeichnet. Die Röhre selbst wird mit 350 Volt betrieben. Das Gitter, also die Wendelzylinder, ungefähr minus 50 Volt. Und die Haltspannung wie fast immer 6,3 Volt.